Herzlich willkommen heute zum Thema: Je härter das Training, desto leichter der Kampf. Und das ist keine Bedrohung, das ist ein Versprechen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr begleiten wir Menschen dabei, zu gründen, zu wachsen, ihr Unternehmen zu verkaufen oder einfach im Leben erfolgreicher zu werden. Und nahezu alle konzentrieren sich darauf, dass ihr Produkt, ihre Dienstleistung gut ist und dass ihr Unternehmen toll sich aufstellt oder der Businessplan toll ist. Aber es gibt einige wichtige Kompetenzen oder Kompetenzfelder, die ich dir heute mit nahebringen möchte, wo du dich heute und morgen vorbereiten kannst, dass dein Kampf super leicht wird. Nun, welche Fähigkeiten sind das? Ich gehe davon aus, dass du schon Fachkompetenz hast und Branchenerfahrung, um zum Beispiel die Küche zu betreiben deiner Gastronomie oder dass du die entsprechenden Methodenvorbereitung hast, wenn du beispielsweise als Coach, als Trainer arbeitest oder in deinem Geschäftsfeld erfolgreich werden willst. Es gibt aber darüber hinaus Themenfelder, wozu dich heute einladen möchte, deinen Trainingsplan zu schreiben, damit deine Kämpfe leichter werden. Fangen wir an mit dem ersten Trainingsplan. Der erste Trainingsplan, das hat was mit dir selbst zu tun. Das hat was mit dir selbst zu tun, wie du sicherstellen kannst, dass du morgens schon aus dem Bett federst und auch motiviert bist, bis abends zu arbeiten. Und das, was Menschen dann brauchen, was du für deine Firma brauchst, was du für deine Mitarbeiter brauchst, das ist die Fähigkeit, nicht nur eine Vision zu erstellen, davon entsprechende Ziele abzuleiten, davon entsprechende Meilensteine abzuleiten, davon entsprechende Projekte zu bilden, diese Projekte dann sauber in Pläne runterzubrechen, aus diesen Plänen dann die entsprechenden Aufgaben und Wiedervorlagesystem zu entwickeln und dann entsprechend das Ganze in dein Zeitmanagement zu gießen. Und wenn du das alles machst und das alles super läuft, dass du das Ganze noch an wenig steuern kannst. Also Controlling und Kontrolle sollten dir dann kein Fremdwort sein. Das ist etwas, was ich persönlich in der Schule übrigens nicht gelernt habe. Ich habe es auch in der Berufsausbildung immer nur ansatzweise so weit gelernt, wie mein Arbeitgeber wollte, dass ich es beherrsche. Du als Unternehmer, du lebst jeden Tag in deinem System und deine Motivation wird hoch oder wird niedrig sein, je nachdem, wie gut du Visionen, Ziele, Pläne, Konzepte hast. Also, was kannst du machen? Du kannst Trainings besuchen, du kannst Fortbildung suchen, Fernschule, du kannst YouTube besuchen, Bücher kaufen, ins Coaching gehen, Umfelder und Vorbilder dir suchen, wo du abkupfern kannst. Es gilt also hier das Prinzip, besser gut kopiert als schlecht kreiert. Kommen wir nun zum zweiten System, wo du dich heute schon in einem intensiven Trainingsplan vorbereiten kannst, auf den Rest deines Lebens, auf deine erfolgreiche Selbstständigkeit. Und dieser zweite Bereich, der hat was mit deiner Kommunikation zu tun. Und Kommunikation bedeutet nicht, pausenlos zu reden, viel zu schwafeln und andere Leute an die Wand zu nageln. Nun, das machen in der Regel gute Kommunikatoren nicht. Dein Erfolg ist abhängig, wie gut du beispielsweise zuhören kannst. Dein Erfolg ist davon abhängig, wie viele Fragetechniken du kennst als nur geschlossene und offene Fragen. Dein Erfolg ist davon abhängig, wie gut du reden kannst. Denn die Botschaft ist umso stärker, je kürzer du Worte findest. Je kürzer die Botschaft, desto stärker die Wirkung, wissen schon die alten Rhetoriker. Es kann aber auch hilfreich sein, wenn du auch schon mit deiner Sprache Konflikte lösen kannst. Es kann hilfreich sein, wenn du dich mit den Grundzügen der Verhandlungsführung auseinandersetzt. Es kann einfach hilfreich sein, wenn du dir Gedanken machst um Worte, um Beimessung, um Strukturen, um Mustern und das bewusst und gezielt einsetzt. Kommunikation ist also ein Riesenthema und ich lade dich ein, mindestens einen Toastmaster-Rhetorik-Club zu besuchen, um deine freie Rede, deine Stehgreifrede zu optimieren. Ich lade dich ein, deinen Wortschatz zu erweitern. Ich lade dich ein, Fragetechniken in Seminaren unter Supervision zu trainieren, wo jemand anders dir Feedback gibt, wo du wieder wie häufig unterbrochen hast und ob du tatsächlich hingehört hast oder einfach nur nachgedacht hast, was du sagen willst, während der andere in der Kommunikation dir sein Leid klärt. Wenn du das noch Ganze im Verkaufen noch optimierst, denn das wirst du mit dir selbst, mit deinen Produkten und Dienstleistungen machen dürfen, das alles rundet dann deine Kommunikation ab und eine Obergrenze gibt es hier nicht. Mache also hier auch deinen Trainingsplan. Kommen wir nun zum dritten Bereich, deiner Sozialkompetenzen. Nun, es ist mit Sicherheit hilfreich für dich zu wissen,
wo du im Statusgefüge zurzeit stehst, wo du dich positionierst, durch dein Verhalten, durch deine Persönlichkeit, durch deine Kleidung, durch dein Auftreten, durch deine Kommunikation. Status ist sehr relevant für deinen beruflichen Erfolg, denn Menschen schließen sich nicht Menschen an, die im Status unter ihnen sind. Ob das Kunden sind, Mitarbeiter, Multiplikatoren, Geschäftspartner sind, alle checken deinen Status, deinen sozialen Status. Ich lade dich ein, zu verstehen, wie kommt das zustande, wo du gerade eingeordnet wirst, wenn du in diesen Raum reinkommst und wir uns kurz sehen und gucken, sind wir auf dem gleichen Status, bist du über mir, bist du unter mir? Nun, wenn du unter mir bist, werde ich dir wahrscheinlich weniger was abkaufen. Weiterhin bei den Sozialkompetenzen ist es hilfreich, dass du weißt, wie sich überhaupt Gemeinschaften bilden, wie dort ein Ranking stattfindet, wie dort Moral und Ethik und Werte abgebildet werden und welche Relevanz sie haben, wenn andere Menschen sich entscheiden oder sich deiner Community, deiner Firma, deinem Team anschließen oder es lassen. Denke daran, die besten Mitarbeiter, die besten Kunden, die gehen immer als erstes weg. Und das hat meistens was mit dir zu tun und deinen Sozialkompetenzen. Es ist dann auch wichtig, dass du weißt, wie ein Team zusammengesetzt wird. So Forming, Storming, Norming, Performing. Kennst du diese Phasen vielleicht? Dass du auch weißt, in welchen Stufen Menschen Teil deines Teams sind. Da gibt es ja die Alpha-Tiere, die Beta, Gamma und so weiter. Dass du dir Gedanken machst und dass du weißt, wie das Ganze funktioniert. Und wenn du dann noch die Person bist, die leitet, dann solltest du dir Gedanken machen über Führungsfähigkeit, über Leitungsfähigkeit, dass die Menschen dir freiwillig nachfolgen. Was kannst du bei dir optimieren? Und auch hier bist du eingeladen, einen Trainingsplan zu machen, denn der Kampf, der kommt auf jeden Fall. Wenn du erstmal im Schwimmbecken des freien Marktes schwimmst, nun, dann nehmen deine Mitbewerber, das Finanzamt, die Gesetzgeber, die Kunden, nehmen die wirklich dann Rücksicht auf dich, wenn du sagst, ich habe noch nicht fertig trainiert? Ich brauche noch eine Woche. Nein, die Kunden und alle anderen stimmen mit den Beinen ab und verlassen dich, wie die Ratten das sinkende Schiff. Kommen wir nun zum nächsten Plan, und das ist die Psychologie. Nun, ich will jetzt hier nicht ein Psychostudium aufschwatzen, wo häufig sowieso nur Menschen sind, die selbst erheblichen Beratungsbedarf haben. Nein, ich will dich konfrontieren mit dem wichtigsten Organ, wo dein Erfolg stattfindet, wo du das alles steuerst. Das ist das Gehirn. Und wenn du da nicht weißt, wie das funktioniert, wenn du also Professor Dr. Manfred Spitzer, Gerald Hüther nicht kennst, nun, dann besorg dir die entsprechenden Informationen, Videos und Bücher. Dann wirst du mich verstehen, dass in unserem Gehirn sehr, sehr viel mit Strom abläuft, wo Programme und Muster vorhanden sind, die du jetzt schon hast und die sich vielleicht ein wenig verändern sollten. Und du vielleicht zurzeit glaubst, dass es nicht geht oder du weißt nicht, wie das geht. Nun, das kannst du lernen. Das Wissen ist da. Das Internet teilt es, die Bücher schreiben es. Die Trainings bieten es an und Coaches und Mentoren, die begleiten dich sogar auf diesem Weg, ein Spezialist zu werden für Psychologie. Und schließlich auch deine Kunden. Nun, die willst du ja auch so ansprechen, dass die Lust haben, dass die deine Produkte zu kaufen, dass sie dir hinterherlaufen. Das bedeutet also auch für deine Kunden, dass Neuromarketing oder Psychomarketing, wenn du das nicht beherrschst bei deiner Wahl deines Firmennamens, bei der Wahl der Domain, wenn du nicht weißt, wie deine Website oder deine Kundenansprache die Texte ausbildest, deine Bilder oder deine Videos produzierst, nun, dann wird es alles ziemlich langweilig, weil es den Kunden nicht interessiert in seiner Welt. Psychologie bedeutet also, deine Welt zu verstehen, wie ist die Hard- und die Software da drin, wie kannst du das hart- und softwaremäßig ändern und wie sehen die Welten deiner Kunden, deiner Zielgruppe, deiner Multiplikatoren aus. Und da brauchst du, weil du am Anfang noch nicht die Heerscharen von Psychologen, Psychiatern hast in deinem Team, also Marketingabteilung hast, die du bezahlen kannst, die dein Marketing machen, das darfst du am Anfang selbst abbilden. Und da besorgt dir auch hier im Training, Literatur und Seminaren das Wissen, dass du weißt, wie sehen die Welten aus und wie kannst du vor allen Dingen das verändern und wie kannst du dein Verhalten danach ausrichten, dass Menschen sich angesprochen fühlen und wie kannst du dich auch selbst so verändern, die Person zu werden, die das alles abbildet. Nun, und die letzte Trainingseinheit, und die ist sicherlich nicht abschließend. Du kannst dich in deinem Beruf weiterentwickeln, besserer Koch werden oder besserer Dienstleister, besserer Autofahrer, was auch immer. Aber eine Sache, die noch allgemein für alle Unternehmer ist, ist der Trainingsplan für den eigenen Körper. Nun, warum sage ich das? Wenn du mit 40, 50 im Herzinfarkt umfällst, Schlaganfall hast oder deine Leistungsfähigkeit einfach unter aller Sau ist, nun, dann wird es schwierig sein, dass du langfristig erfolgreich wirst. Oder du bist langfristig erfolgreich und deine Firma gibt es auch noch, aber dich nicht mehr, weil dein Körper schon vorher das Zeitliche gesegnet hat.
Also achte hier darauf, dass du die genaue Information und Kenntnisse schaffst, wie du deine Fitness, deine Ernährung, deinen Trainingsplan sicherstellen kannst, wie du genau weißt, wie du am Ende der Woche genauso fit bist wie am Anfang der Woche oder ein bisschen fitter noch, und zwar ohne Urlaub. Also wie du dich so organisieren kannst, dass die Bedürfnisse deines Körpers erfüllt sind. Nun, und wenn ich dir ein teures Rennpferd leihen würde für 3 Monate oder ein Ferrari für 1 Jahr, nun, dann würdest du wahrscheinlich mit dem Rennpferd nicht zu McDonald's gehen, oder? Du würdest wahrscheinlich nicht ein billiges Aldi oder Lidl Sonnenblumenöl in den Motorblock des Ferraris reinkippen. Das würdest du nicht machen. Du wirst genau gucken, was die Qualität dieses Systems, Pferd oder Auto, braucht, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Das Problem ist nur dein Körper. Nun, ich weiß nicht, wie viel du dafür bezahlt hast. Damals, bei der Geburt, hast du da deine Visa-Karte durchgezogen im Krankenhaus? 2,5 Millionen für deinen Körper. Hat deine Mutter vielleicht das bezahlt? Nun, wie die meisten, auch du, hast du wahrscheinlich deinen Körper geschenkt bekommen. Und du weißt selbst, wie Menschen damit umgehen, wenn sie etwas geschenkt bekommen, gratis bekommen. Sollte es bei dir also auch der Fall sein, dass du bisher mit dem Körper so umgehst wie mit einem geschenkten Gut, was erstmal keinen Wert hat, weil du keinen Preis dafür bezahlt hast, dann lade ich dir ein, auch hier einen Trainingsplan zu machen, dass dein Körper, dein Organismus täglich fitter wird, leistungsfähiger wird, aber auch, dass du die Regeneration und den Ausgleich hast und dass du die richtigen Ressourcen hast für deinen Körper, Vitamine, Vitalstoffe, Mineralien, gesunde Fette, kurzkettige Kohlenhydrate vermeiden, sondern eher langkettige, wenn überhaupt, und dass du ein bisschen Gedanken machst über Ernährung und Regeneration. Und wenn du diesen letzten Trainingsplan auch auf einer Skala von 1 bis 10 gut performt hast, nun, dann wird dein Kampf die nächsten Wochen, Monate, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, der wird relativ leicht, weil du gute Ressourcen, eine gute Ausgangssituation hast. Zusammengefasst also, besteht dein Kampf als Unternehmer nicht nur daraus, Kunden zu beschaffen, Buchhaltung zu machen, Steuererklärung, Rechnung zu schreiben, das Geld wieder auszugeben. Nein, deine Aufgabe besteht es, Dienste zu leisten oder Produkte zu verteilen oder zu erschaffen. Und dazu brauchst du diese, ich nenne das mal, sekundären Kompetenzen, die über das Geschäftsgeheimnis, deine Geschäftsprozesse, deine Kernprozesse hinausgehen. Wenn das rund läuft, wird der Rest nun vielleicht ein Kinderspiel. Und das wünsche ich dir, dass dein Unternehmen, dass es ein Abenteuer wird, dass du spielerisch herangehst und dass du aus einer Leichtigkeit und einem Ressourcenüberfluss heraus deine Unternehmen und Projekte vorantreibst. Sollte das bei dir noch nicht so vorhanden sein, also noch Luft nach oben sein oder du einfach sagen, Mensch, da geht's noch besser, dann kannst du gerne den kostenfreien Gutschein für ein Erstgespräch bei uns beantragen. Wir helfen dir gerne mit unseren erfahrenen Coaches und Berater, all diese Themen auch zu behandeln, die vielleicht genauso oder noch wichtiger sind als nur deine betriebswirtschaftlichen und deine fachlichen Kenntnisse. Gerne aber kannst du den Kanal auch abonnieren und weiterempfehlen. Ich wünsche dir nun den Kampf, die Leichtigkeit im Kampf und den Erfolg, den du vorher bereit warst, als Gegenleistung auch als Training, als Vorbereitung einfließen zu lassen. Getreu dem Motto, dein Kampf wird umso leichter, je härter das Training, und spare da nicht, beginne gleich heute. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.